Die Fritzbox 6660 Cable ist die erste Fritzbox, die mit WLAN 6 daherkommt. Ob sich die Investition in diese Box lohnt, klären wir in diesem Video. Die Box wurde mir von AVM vor einigen Wochen zur Verfügung gestellt. Ich hatte jetzt also schon länger die Möglichkeit, die Box mal zu benutzen und möchte jetzt einen Test, also ein Resümee ziehen. Ich habe mal ein paar wichtige Daten rausgepickt. Wichtig ist, dass die Box DOCSIS 3.1 hat. Das ist für schnelle Kabelanschlüsse über 500 Mbit ziemlich wichtig, denn sonst bekommt ihr nicht die volle Geschwindigkeit. Ich habe einen Gigabit-Anschluss und bin daher auf die DOCSIS 3.1 Fähigkeit angewiesen. Wenn ihr DOCSIS 3.0 habt, ist es zumindest bei Vodafone so, dass auch schnellere Anschlüsse funktionieren, allerdings nicht mit der vollen Geschwindigkeit. Die Box ist wie gesagt die erste bei den ganzen AVM-Produkten, die überhaupt WLAN 6 hat. Da gehen wir später nochmal drauf ein. Zudem hat die Box nicht wie üblicherweise 4 LAN-Ports, sondern 5, und der fünfte ist ein 2,5 Gigabit pro Sekunde LAN-Port. Zum Beispiel, wenn man ein NAS oder ja, irgendein Gerät hat, das halt im Heimnetz schneller performen muss. Kommen wir als erstes mal zu den positiven Dingen. Wie immer bei AVM-Produkten, die Einrichtung ist sehr einfach. Man bekommt WLAN Mesh, das ist vor allem bei Konstellationen mit einem Repeater oder mit Powerline interessant, und wie immer ist der Funktionsumfang bei den AVM-Produkten entsprechend groß. Ich nenne jetzt nur ein paar Punkte, es gibt noch viel mehr. Man hat ein Gastnetz im WLAN, es gibt eine Kindersicherung, Telefonie mit Anrufbeantworter, eine Deckbasis und Smart Home. Nicht zu vergessen ist auch die NAS-Funktion, aber da kommen wir später noch dazu, nämlich bei den negativen Dingen. Ja, beim WLAN habe ich zwar WLAN 6, allerdings ist im 2,4 GHz Band die Leistung nicht so überragend. Da komme ich nur auf 600 Mbit Bruttodatenrate im Vergleich zu 6591, die bietet 800 Mbit pro Sekunde. Der Fokus liegt also hier ganz klar im 5 GHz Bereich. Hier steht auch einmal USB 2.0, das meinte ich vorhin mit der NAS-Funktion. Man kann über die Fritzbox einen Speicher im Heimnetz verfügbar machen, das heißt, alle Geräte können darauf zugreifen, sei es der PC oder das Handy. So kann man relativ einfach Daten austauschen oder auch Backups machen. Wir sind jetzt 2020 und mein NAS, das jetzt hier hinter mir steht, ist aus 2016 und hatte da schon einen USB 3.0 Anschluss. Genauer zu sein, drei USB 3.0 Anschlüsse. Und die Fritzbox kommt jetzt ernsthaft mit einem USB 2.0 Anschluss. Warum das so ist, kann ich nicht sagen. Keine Ahnung, die 6591 hat schon USB 3.0, also ich verstehe es einfach nicht. Eignet sich natürlich trotzdem noch, um zum Beispiel einen Drucker WLAN-fähig zu machen. Aber um die NAS-Funktion zu nutzen, ist das halt nicht sehr schnell. Wir kommen später dann zu den Speedtests. Jetzt steht hier auch noch nur 5 LAN-Ports. Ja, warum nur 5? Sind doch schon mehr als 4. Ja, natürlich ist 5 mehr als 4, aber ich finde jetzt 2020 5 LAN-Ports auch nicht mehr zeitgemäß. Ich plädiere dafür, 8 LAN-Ports an die Router dran zu machen. Die Box kostet immerhin 200 Euro. Da hätte man der schon mal 8 Ports spendieren können, auch wenn das irgendwie immer noch bei den Fritzboxen völlig unüblich ist. Ich habe schon so viele Haushalte, inklusive meinem natürlich, gesehen, die einen 8er Switch noch dran haben, einfach weil die 4 Ports oder in dem Fall die 5 Ports überhaupt nicht mehr ausreichen. Wie versprochen kommen wir jetzt auch zu den Speedtests. Ich habe einfach mal den USB-Stick einmal in die Box und einmal an meinen NAS gesteckt und die Geschwindigkeitsunterschiede sind, denke ich mal, hier deutlich zu sehen. Also eine Verdopplung ist es auf jeden Fall, was die Geschwindigkeit angeht, wenn ich an einem USB 3.0 Anschluss meinen USB-Stick betreibe. Und wenn ich halt große Backups machen will und die durchs Netzwerk jage, ja, dann will ich auch entsprechend Geschwindigkeit haben. Wenn wir schon beim Thema Geschwindigkeit sind, dann will ich natürlich auch wissen, wie gut ist denn das WLAN? Und da muss ich euch ein bisschen enttäuschen, aber nicht wegen der Fritzbox, sondern eher wegen meiner speziellen Situation hier. Ich wohne in der Nähe vom Flughafen Tegel und das hat die Box gemerkt, denn die hat eine Radarerkennung und wechselt dann automatisch die Kanäle. Für mich heißt das im Umkehrschluss, ich kann 160 MHz nicht nutzen. Das hat mir zumindest der AVM-Support so erklärt. Ich hatte mir extra für diesen Test eine WLAN 6-Karte in meinen Laptop geschraubt, kann jetzt aber nur mit der Standard-WLAN-AC-Geschwindigkeit dienen, die ich auch schon vorher hatte. Ich erreiche knapp 500 Mbit pro Sekunde, wenn der Laptop so 2-3 Meter Luftlinie von der Box in Sichtweite entfernt ist.
Das CT-Magazin hat das Ganze aber schon getestet und ist auf über 1 Gigabit pro Sekunde mit 160 MHz gekommen. Da gibt es also nichts zu meckern. Ja, was ist jetzt mein Fazit? Wer jetzt nicht auf die NAS-Funktionalitäten mit dem langsamen USB 2.0 angewiesen ist und auch schon einige Geräte hat, die 5 GHz beherrschen, und das sollten doch mittlerweile einige sein, der kann eigentlich bei der Box nicht allzu viel falsch machen. DOCSIS 3.1 wird unterstützt und mit WLAN 6 ist man auch entsprechend zukunftssicher. Ich werde auch jetzt nach dem Video noch einen ausführlicheren Artikel in meinem Blog schreiben mit einem Wertungskasten. Den findet ihr dann hier in der Infokarte. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Abo. Ansonsten blende ich hier noch ein paar interessantere weitere Videos im Abspann ein.